Was ist die Stärke Deutschlands? Sauberkeit. Der Mittelstand. Und was heißt Mittelstand? Mittelstand heißt Familie. Familie, das heißt Tradition. Tradition. Und was heißt Tradition? Tradition heißt Weitergabe. So. Und ein besseres Beispiel als uns kann es überhaupt gar nicht geben. Hier, wo wir jetzt sind, hier in dieser Altmärsche, hier hat alles angefangen. So. Der Anfang liegt schon eine Weile zurück. Gut 50 Jahre dürften es mittlerweile sein. Heute wird Großvaters in die Jahre gekommener DDR-Betrieb von seinem Sohn geführt. Nicht ohne gut gemeinte, aber wenig innovative Ratschläge des Familienältesten. Die Zeiten haben sich geändert. Alte Überlebensmethoden haben ausgedient. Etwas muss passieren, denn die Konkurrenz schläft nicht. Ich kann mit meinen 4 Hebebühnen und dem 1 DS-Prüfstand einfach nicht mehr konkurrieren. Die Verkaufszahlen sinken, die Margen werden kleiner. Wenn du beim Glöckner die Reifen wechseln lässt, dann wird der Wagen automatisch mitgewaschen. Gratis. Ja? Der Ärmel sagt, die sprühen irgendwelche Lufterfrischer in das Fahrzeug. Der Kunde kriegt beim Winterräderwechsel sein Auto gebadet, geföhnt und duftig wie eine Jungfrau zurück. Kann ich nicht bieten. Aber ich... Fahre mal in das neue Volvo Center, ne? Da sieht's aus wie in einem Wellnesshotel. Da stehen Massagesessel, da drin sitzt der Rentner, lässt sich durchrütteln und die Hostess fährt den Wagen weg. Dazu Kaffee und Musik, kann ich nicht bieten. Ich weiß nicht, ob du recht hast, aber auf Dauer zählt nicht irgendwelcher Schnickschnack, sondern Zuverlässigkeit, Vertrauen. Du, wir hatten damals bei uns in der Annahme die Bettina. Schon wenn der Kunde reinkam, dann war da die Bettina. Vater, die Zeiten, wo die Kunden reinkamen, um der Bettina auf den Busen zu starren, sind vorbei. Ich rede nicht vom Busen, ich rede vom ganzen Drum und Dran, das muss stimmen. Ja, sag ich doch gerade. Darum muss ich 25 Jahre nach der deutschen Einheit lässt der Dresdner Theaterkahn tief in die persönliche Welt dreier ostdeutscher Biografien blicken. Nach einer Idee von Friedrich Wilhelm Junge hat Autor und Regisseur Holger Böhme das Stück Bauland zur Uraufführung gebracht. So richtig einig scheinen sich die Protagonisten, Vater, Sohn und Großvater, wohl noch nie gewesen zu sein. Arbeitsschutz. Aber nun spitzt sich die Lage zu. Es geht um die Expansion des strauchelnden und sichtbar veralteten Familienbetriebes. Wir sind hier in Opas alter Werkstatt. Hier ist die Streuobstwiese und das sind Bäume. Das ist das Land, um das es geht. Alles in allem 2.500 Quadratmeter. Die alten Hallen kommen weg. Die haben wir vor 10 Jahren erst bauen lassen. Ja, dafür errichten wir aber hier einen großen L-förmigen Gebäudekomplex. Hier hinten Instandsetzung und Service, 7 Hebebühnen, Waschanlage, Fahrzeugpflege, Direktannahme, Showroom, Kundenlounge und großzügiger Eingangsbereich. Das alles sehr wertig in Glas, Stahl und Sichtbeton. Na, Vater, was sagst du? Geht's noch ein bisschen größer? Alle drei sind Alpha-Tiere. Da können Sie sich natürlich vorstellen, das kann nicht gut gehen. Das kracht schon aufeinander. Das heißt, der Großvater mit seiner natürlich größtenteils DDR-Vergangenheit, der Sohn, der abhaut, also mit sowohl also Ost- als auch West-Biografie, weiß Bescheid, und der Sohn, der natürlich nur, jetzt nur vom Heute geprägt ist. Und diese drei ganz unterschiedlichen Typen, diese drei unterschiedlichen Personen, die treffen zusammen und knallen aufeinander, weil sie plötzlich feststellen, dass ihre Lebenswege eigentlich nicht kompatibel sind miteinander, sondern da steht eben halt die Erfahrung, die Erfahrung, die Erfahrung dagegen. Vater Thomas ist jedes Mittel recht, um den Betrieb vor dem Aus zu retten. Dabei hat er aber nicht mit dem Widerstand seines Sohnes Benjamin gerechnet. Der engagiert sich politisch völlig entgegengesetzt zu Vater und Großvater. Ja, nur schade, dass die neuen Hallen in der Luft schweben werden. Was redet denn da für Zeug? Na
Opa, das da ist Grünland. Ja. Und die Stadtverordneten müssen der Umwandlung in Bauland zustimmen. Ja, das werden sie auch. Die können gar nicht ablehnen. Haben sie schon. Die Abstimmung war schon. Er hat verloren. Zwei Stimmen haben gefehlt, Vater. Zwei Stimmen. Der Antrag wurde abgelehnt. Ja, warum? Hufeisennase. So war's doch gar nicht. Da war's so. Diese Spinner von den Grünen, deine Freunde. Das sind nicht meine Freunde und das sind auch keine Spinner. Klar sind das Spinner. Die, die sagen, lass uns heute Bäume fällen, damit wir morgen Geld für den Klimaschutz haben. Das sind die Spinner. Idioten, sollen es mal mit Arbeit probieren. Biodiversität! Diversität! Aha. Für dich ist nur ein Frosch, aber es ist mehr als nur ein Frosch. Es ist ein... Ein Frosch! Auch der hat einen Vater! Aber den kennt er nicht! Sollte Schluss, aus, vorbei! Die Absicht ist schon der Mikrokosmos, der etwas mehr meint als nur die ganz konkrete Familiengeschichte. Natürlich ist Bauland das Land, in dem wir leben, an dem wir weiter bauen müssen. Also Bauland hat ja so eine gewisse Symbolkraft. Auf der einen Seite geht es tatsächlich um Bauland und das wird gerade hier in Dresden in den nächsten Jahren weiter heiß umstritten sein und da werden wir die Marktwirtschaft sehr zu spüren bekommen. Aber auf der anderen Seite ist das ja auch so eine Symbolkraft, man baut etwas und ist eigentlich nie ganz fertig, wenn man etwas baut. Und ich denke, wir sind auch noch mitten in diesem Prozess. Wenn ich zum Beispiel an das Thema, was ja heute auch eine Rolle spielt, Demokratie denke, da muss ich schon sagen, da haben wir noch eine Riesenbaustelle vor uns. Denn über all den der Schnelllebigkeit in den letzten Jahren und den vielen Veränderungen ist uns vielleicht ein bisschen verloren gegangen, dass wir Demokratie auch wirklich leben müssen und erleben müssen und auch vielleicht auch manchmal genießen müssen. Und das ist uns ein Stück verloren gegangen in der Schnelllebigkeit. Vor 25 Jahren hat es mir gereicht zu sagen, Hauptsache es geht voran und es waren ja auch viele DDR-Bürger, die in den Westen gingen, nachdem die Mauer fiel, diese Ausreisewelle zu stoppen. Und heute nach 25 Jahren, ich staune, sanierte Innenstädte, saubere Luft und blühende Landschaften, die Wirtschaft boomt. Und heute, was ich mir nicht vorstellen konnte damals, sind wir selbst zum Zufluchtsland, Hoffnungsort geworden für Hunderttausende Menschen aus der ganzen Welt. Und ich denke, das ist die Komponente, die wir am meisten übersehen, wenn wir irgendwas bauen, wenn wir irgendwas abreißen, wenn wir irgendwas verändern oder wenn wir irgendetwas nachbauen, dass wir damit Heimat verfälschen, dass wir damit Heimat verlieren. Selbst wenn wir ein altes Haus aufbauen, wie wir es ja besonders in Dresden merken, mit unserer Altertumsseligkeit, mit unserer Klassikseligkeit oder der süßen Krankheit gestern, wie es Uwe Tellkamp im Turm genannt hat, dass wir da eigentlich auch uns um unser eigenes Bild, um unsere eigene wirkliche Heimat betrügen. Das ist sehr oft schade, das habe ich hier in dem Stück am meisten damit gedanklich mit Bauland verbunden. Aus dem Zwist um das Bauland entsteht ein handfester Familienstreit, bei dem die Werkstatt im Lauf der Erzählung immer weiter in den Hintergrund rückt. Stattdessen kommen Lebenslügen und unausgesprochene persönliche Probleme zum Vorschein, die sich nun kaum noch verschweigen lassen. Mein Lieber, wenn ich mir mal sagen, ich kenne dich ja nur von klein auf, ja? In deiner Erziehung ist nicht alles, sagen wir mal, optimal. Ich gebe deinem Vater keine Schuld, man kann sich seine Kinder nicht aussuchen, einzeln ist halt auch. Mit deinem Vater hatten Oma und ich nie solche Schwierigkeiten. Bitte schön, so ist es jetzt. Also, so ist es. Wir haben es im Guten versucht, wir haben es im Bösen probiert. Deine Mutter wollte unbedingt, dass du studierst. Gut, warum nicht? Helle bist du ja. Aber nein, abgebrochen, nicht mehr hingegangen. Opa. Lasst mich ausreden! Ich habe dir angeboten, ich komme aus dem Ruhestand zurück, mach deinen Ausbilder. Nein, wolltest du nicht. Gut, da haben wir uns also gesagt, da lebt der Oma noch, haben uns also gesagt, wir haben alles versucht, hat alles nichts genützt. Gut. Jetzt machen wir vielleicht mal Folgendes, jetzt machen wir mal gar nichts mehr. So. Und so ist es jetzt. Du machst mal dies, machst mal das, Jobs, mal hier, Jobs, mal da. Aber meistens, vermutlich, machst du gar nichts. Bitteschön, geht mir nichts an, ist dein Leben. Aber mit einer Frage, hab ich dann doch. Sag mal, wie stellst du dir deine Zukunft vor? Wie stellst du dir deine Zukunft vor? Was siehst du da? Wenn ich Opa ansehe, werde ich ganz neidisch. Wir hatten keine Wahl. Keine Wahl. Das nenne ich Freiheit. Wir hatten ja nichts. Befehl von oben. So sind nun mal die Spielregeln. Ja, schuld sind immer die anderen. Man kann sich immer rausreden. Meine Pläne? Ich habe keine.
Keiner hat welche. Hat Vater einen Plan? Vater hat Angst. Das ist sein Plan. Vater, deine sentimentalen Geschichten nützen mir nichts. Ich brauche diesen Streifen Land, sonst kann ich nicht bauen. Was bist du doch für ein eiskalter Hund? Bist du schon immer so gewesen oder bist du es im Westen so geworden? Im Geschäft kann man sich keine Sentimentalitäten leisten. Das war deine stehende Rede, wenn man wieder irgend so ein armes Schwein hier vom Hof musste mit leeren Händen, weil er keine Forum-Checks hatte oder irgendwelche Beziehungen zu irgendwas. Ich werde nicht meine Hand leihen, um die Launen und unersättlichen Bedürfnisse einer Westfrau, Schmuck, Oper, Haus, Fußbodenheizung zu befriedigen und sehenden Auges zuzusehen, wie sich mein eigener Sohn ruiniert für Generationen. Es geht nicht um Sie. Es geht um das Autohaus. Und bitte, nimm zur Kenntnis, ich liebe Sie. Ich liebe Sie mehr als mein Leben. Darauf kann doch keine Ehe aufbauen. Ergebnis sind wir jetzt. Sohn missraten, Firma pleite. Ich bring dich um. Bring um! Ja, mach! Erschlag deinen eigenen Vater! Mach wie der Bibel hier kommt! Komm, bitte schön, du Schöpfer! Erschlag mich doch! Ein Vierteljahrhundert deutscher Einheit lässt uns heiter, beschwingt und nachdenklich zurückblicken. Das Stück bietet diese Facetten und überzeugt dennoch als Komödie. Seine größte Stärke? Es trifft den Nerv einer jeden Generation. Die Leute begreifen es als Komödie, obwohl es krachend ernste Probleme sind, die da aufeinander prallen. Und wir haben auch die Feststellung gemacht, es ist glücklicherweise ein Stück, das wendet sich nicht nur an die Alten oder an die Mittleren, sondern hier können auch die jungen Leute etwas anfangen, weil sie mit dem Mit-20-Jährigen, mit dem können sie mitdenken und mitempfinden. Das heißt, wir wollten gerne, dass die Leute, auch wenn sie bei uns sitzen und sich dieses Stück ansehen, auch ihre eigene Geschichte noch mal im Kopf durchspielen können. Erstmal bin ich natürlich sehr dankbar, dass es die Wende gegeben hat. Sonst wäre ich vielleicht damals als Ausreisekandidatin eine Art ganz besonderer Flüchtling gewesen. So bin ich in der Heimat hier in Sachsen geblieben und ich bin dankbar, dass wir diese Freude der Wiedervereinigung erleben konnten. Und ich glaube, zum Schluss ist zusammengewachsen, was zusammengehört, wie das so schön gesagt wurde. Ich freue mich über blühende Städte, insbesondere hier in Dresden, auch wenn an der einen oder anderen Stelle, im Besonderen im Hinblick auf das Üben der Demokratie, noch einiges zu tun ist. Wenn man in Deutschland hier lebt, ist der ein oder andere auch verbittert. Wenn man aber mal Deutschland verlässt und mal in der Welt unterwegs ist, dann schauen viele voller Bewunderung, wie man so eine friedliche Revolution, wie man das ohne einen einzigen Toten, ohne brutale Auseinandersetzung wirklich hinbekommen kann und dass das ausreichend in Deutschland gelungen ist, das kann ihn auch ein bisschen stolz machen. Es ist in jeder Hinsicht für mich ein Befreiungsschlag gewesen, dass man als Mensch sich freier entfalten konnte. Aber wenn ich um mich herum schaue, was die Erwartungen und auch das, was den Menschen heute widerfährt, dann muss ich sagen, sind mit Sicherheit nicht die Blütenträume in Erfüllung gegangen, für die Menschen damals auf die Straße gegangen sind. Wir leben in einem sehr reichen Land und das, was uns umgibt gesellschaftlich, das fasse ich zusammen mit einer ganz kurzen Umschreibung. Wir leben in einer Scheingesellschaft. Es zählen der Geldschein und der Anschein und sonst nichts. Und was da gestorben ist, ist ein großer Traum. Das kann man eine Illusion nennen. Aber da gab es offensichtlich noch viele Menschen, die einen Traum hatten von einer besseren, gerechteren Welt. Und der scheint weg zu sein. Aber das große Materielle, das kann das offensichtlich nicht ersetzen. Was mich am meisten beschäftigt, dass es auch viele Menschen gibt, denen es äußerlich deutlich besser geht, die also mehr verdienen, die Freiheiten nutzen und trotzdem nicht in der gleichen Weise zufriedener oder glücklicher geworden sind. Also das hat sich als Illusion herausgestellt, nämlich dadurch, dass die Freiheit, die äußere Freiheit, die man gewonnen hat, nicht gleichzusetzen ist mit einer inneren Freiheit oder inneren Zufriedenheit.
Die Aufführung auf dem Theaterkahn wird sicher für Gesprächsstoff sorgen. Das Bauland wird uns kaum ausgehen. Wie wir aber mit diesem Bauland umgehen, darüber wird sich auch in Zukunft trefflich streiten lassen.